auch gut, dass wir da mit Pfeil und Bogen zu Werke gehen, wie man ja so schön sagt. Denn alles andere erscheint mir doch etwas als zu gefährlich, um ehrlich zu sein. So, schmeiß mal diesen Netherziegeln weg. Ist ja schrecklich. Tja, da vorne ist noch ein Seelensandtal. Das ist gut. Und hier steckt noch ein Pfeil von uns. Ha. Verrückte Sache. Verrückte Sache einfach. So, das Gute ist ja, wie gesagt, dass uns die Picklins nicht angreifen. Per se. Und das darf auch gern so bleiben. So, hier kommen wir allerdings nicht runter. Dann machen wir das mal hier. So. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zum Glück haben wir unsere Speedhacks. Weil er greift uns auch schon gleich an, siehst du mal. So. Machen wir mal so und so. Home. Home. So. Okay, und wir wollten Seelensand. Ich weiß zwar wirklich nicht mehr aus welchem Grund, aber ich vertraue da jetzt einfach mal dem Vergangenheitsfritten Friseur. Es wird schon passen. Wenn der gesagt hat, dass wir aus irgendwelchen Gründen Seelensand brauchen, dann holen wir uns Seelensand. Vielleicht zum Tränkebrauen? Können wir das einfach so? Ich weiß es gar nicht. Da bräuchten wir wahrscheinlich noch Lohnrouten dazu, die wir aktuell auch nicht haben. Und da vorne sehe ich was in der Ferne. Das könnte unsere erste Bastion sein, tatsächlich. Au. Boah, was hat denn der jetzt zerschossen? Hä? Ach, meine Schaufel ist kaputt gegangen. Ich dachte schon, der hätte jetzt irgendwas zerballert. Nice. Hat uns zwar ziemlich viel getroffen, dafür, dass wir unsere Speedaxe aktiviert haben. Aber gut. Achso, und ich brauche eine neue Schaufel. Ja. Ja, blöd, ne? Echt blöde Sache. Wie geht's unseren Stiefeln? Denen geht's eigentlich noch ziemlich gut. Kann man wohl so sagen. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Schweinefleisch und ich nehme einfach nochmal ein Steak mit, weil für irgendwas haben wir offenbar Seelensand gebraucht. Vielleicht komme ich ja noch drauf, für was. Also ich weiß auf jeden Fall, dass noch ein Seelenanker auf unserer Agenda stand. Den wollten wir definitiv noch finden. Aber bis es soweit ist, ich glaube, da brauchen wir noch weinenden Obsidian, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war noch das, was uns gefehlt hat. Ich glaube, normale Obsidian haben wir jetzt heute wieder bekommen im Trading. Bringt uns aber, glaube ich, gar nicht mal so unfassbar viel. Naja, werden wir sehen. So, ich bastle uns gerade nochmal ein Schild. Oder, ja, nee, eins passt. Und dann machen wir das so, dass wir nämlich sagen: Boah, sind da vorne viele Hoglins, ey. Nach links geht's Richtung Home. So. Das nehmen wir wieder mit. Was lassen wir dafür hier? Ja, komm, hier zwei Quarz. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nee. Brauchen wir natürlich auch. Aha. Das geht natürlich auch. So, jetzt haben wir auch einen normalen Pfeil. Das ist ja super. Okay, dann machen wir doch den Bogen in die rechte. Aber was wir auch mal machen könnten, wäre, die ganzen Klumpen hier zu einem wunderschönen Barren zu formen. Das macht man natürlich einfach auf einer Werkbank. Ist nicht so, dass man das Gold irgendwie. So. Und schon haben wir mehr Inventarplatz. Inventory Management ist mein Hobby. Geht so. Aber ist manchmal schon nützlich. So, da kommt der nächste Assi.
Da kommt der nächste Assi. 3, 4, 5. Alter Schwede, 5 Pfeile, ey. Jetzt haben wir noch 9. Ist gar nicht mal so ungefährlich hier. Ja, hier Holzhacken bringt jetzt natürlich nichts. Also vorne haben wir auf jeden Fall eine riesige Bastion, wie es aussieht. Das sollten wir uns merken. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken, aber da gehe ich jetzt natürlich nicht rein, weil ich nicht komplett lebensmüde bin. Wir sind bei weitem noch nicht so ausgerüstet, dass wir uns das in irgendeiner Form leisten könnten oder sollten, da reinzustürmen. Und wir haben ja auch 31 Level, ne? Also unbedingt sterben muss ich jetzt nicht. Dann, wenn es passiert, passiert's. Und wieso spawnst du auf einem Block? Ja. Ich frag nicht. Wie gesagt, wenn es passiert, passiert's natürlich. Da ist man natürlich nie gefeit davor. Aber wir müssen es ja nicht provozieren, sozusagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt auf die Jagd gehen. Immerhin sind sie ja zu zweit. Für mich wäre es okay, wenn sie es tun würden. Aber sie tun es nicht. Doch warum, bleibt uns immer ein Rätsel. Ja, ich weiß, du bist ganz böse und gefährlich. Und schnell. Bist auch noch relativ schnell. Greift ihr den an vielleicht? Habt ihr da Bock drauf? Ja, offenbar nicht, ne? Schade. Oh oh. Au! Alter, ganz vergessen, dass die einen voll in die Luft schmeißen. Oh, aber der greift's an. Das bringt allerdings gar nicht mal so viel. Ich habe kein Essen auf den Hotbars. Das sollte ich ändern. Ups. Okay, das ist keine gute Idee. Wir machen jetzt einfach mal den Netherrack dahin. Falls wir uns mal irgendwo hochbauen müssen, geht das ohne umzugreifen. Oh, oh, hier seid ihr. Ja, blöde Sache jetzt aber auch. So. Richtung Home. Geht's nach links? Ah ja, da vorne sehen wir schon den nächsten Wegmarker und dann muss ich mir unbedingt mal markieren, dass es Richtung, also dass wenn man diesem Weg folgt, dass es dann eben zu der Bastion geht. Denn das könnte das Ganze natürlich noch ein bisschen interessanter gestalten, wenn wir eine Bastion raiden können hier. Das ist doch mal was. So, wo kommen wir denn hier jetzt raus? Da oben ist das nächste Zeichen. Home nach links. Ach, hier sind wir. Okay. Das heißt, hier ist unsere Heimat. Jawohl, so ist es. Au. Das heißt, Bastion. Bastion. Da geht's lang. Ich erspare mir jetzt mal einen Wortwitz mit Bastion der Hoffnung. Auch wenn der immer. Ups. Auch wenn der immer auf der Hand liegt, natürlich. Aber muss jetzt nicht sein. Oder wollte ich den Seelensand oder die Seelenerde einfach nur für diesen Weg hier haben? Das kann natürlich auch sein. Das könnte sogar sehr gut sein, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. So, bedrohliche Musik hier. Dann packen wir gerade mal wieder das Schweinefleisch hier rein. Obsidian haben wir jetzt 6 Stück, Weinde und Obsidian 3. Ich weiß jetzt halt nicht mehr genau, wie man einen Seelenanker baut. Um ehrlich zu sein. Wenn ich das wüsste, dann wäre es ein bisschen einfacher. So, ich produziere nochmal ein paar Stöcke. Oder Stöcker, wie manche Leute sagen. Stöcker. Stöcker ist ja so eine Sache, ne? Oder die Holzspitzhacke, die können wir doch hier auch mal verballern eigentlich.
Die können wir doch hier auch mal verballern. Die hat ja eh keinen größeren Sinn mehr. Kann man eigentlich Magma-Creme im Ofen verfeuern? Geht das? Ups. Offenbar nicht. Okay, gut zu wissen. Hätte ich irgendwie logisch gefunden, aber nur weil ich das logisch finde, heißt es natürlich noch lange nicht, dass es geht. 19 Barren haben wir jetzt. Das heißt, während hier der Ofen brutzelt, können wir eigentlich noch mal ein bisschen auf die Börse gehen und vertraden hier. Ja, im Endeffekt ist es ja das das Sinnvollste, was man im Netermunter machen kann. Seit die Piglins eingeführt wurden. So, und mit Supersonic Speed machen wir uns auf den Weg. So, dann machen wir das mal das hier in die Offhand. Die ist jetzt halt Seelensand. Das heißt natürlich, wenn wir diese Verzauberung mit dem Seelenläufer irgendwann nicht mehr haben sollten, aus welchen Gründen auch immer, dann würden wir hier langsamer werden. Was ziemlich doof ist. Muss man ja mal sagen. So. Ich baue es jetzt trotzdem mal hier hin. So ist es natürlich auch für Gegner schwerer, uns einzuholen. Weil ich glaube, die werden ja hier langsamer. Nur wir halt nicht. Okay, ich muss aufpassen, dass ich den Zombie-Pick-Lin, wie er ja heißt, nicht angreife. Vielleicht nehme ich lieber mal die Axt hier für die Slimes. Au. Tun die kleinen weh? Nö. Offenbar ja nicht. Oh doch. Oh ja, die können wehtun. Aber dafür müssen sie einen offenbar richtig erwischen oder so. Interessant. So. Also Bastion, wie gesagt, nach da. Das ist sehr gut zu wissen, dass wir sowas jetzt mal gefunden haben. Ich würde ja gerne noch so eine Portalruine finden, ehrlich gesagt. Oder vielleicht auch noch mal so einen Strader, so einen von denen, mit einem Sattel ausrüsten und dann als Boot benutzen sozusagen oder als Sort of Boot. Ist ja kein richtiges Boot. Aber dafür bräuchten wir auch erstmal einen Sattel. Ich glaube, Sattel. Wie können wir an einen Sattel kommen eigentlich? Die wird es im Nether wahrscheinlich nicht geben. Ich glaube auch nicht, dass die Piglins mit einem Sattel traden. Wäre mir zumindest neu. Hier ist auch keiner drin. Zu dumm. Und hier ist auch keiner drin. Schade. Craften kann man ihn nicht mehr, auch wenn wir viel Leder haben mittlerweile. Aber das mit dem Sattel craften ist schon lange, lange her. Und wir brauchen Eisen. Ich glaube, deshalb wollte ich traden. Damit wir endlich mal wieder an Eisen kommen. Da würde ich sagen, gehen wir noch gerade mal wieder raus. Diesmal in die andere Richtung. Und suchen uns mal wieder irgendeinen Zombie-Piglin. Oder Zombie-Pigman oder wie auch immer. Was habe ich hier eigentlich gemacht? Warum ist hier ein Tunnel? Warum ist hier ein Tunnel, der plötzlich aufhört? Es ergibt doch gar keinen Sinn, oder? So, hier sind ganz viele von diesen Ranken. Auch schön. Genau, und hier war unser Test, ob ein Crafting Table verbrennen kann. Und offenbar kann er es nicht. Ich bin sehr überrascht darüber. Aber es sieht sehr eindeutig so aus. So, liebe Zombies. Vielmehr nicht Zombies, sondern ganz normale Piglins. Ihr seid ja keine Zombies. Ich schmeiß euch mal ganz viel Gold hin und guck mal, was ich dafür bekomme von euch. Eine Feuerkugel. Oh, was ist denn das? Seelenläufer 1. Ja, okay, I take it. Binder Obsidian, nice. Spektralpfeile. Und Kies. Naja, immerhin zum. Oh ne, da kommt ein Junge. Naja, gut. Immerhin zum Wegemarkieren ist Kies ja ganz gut. Boah, Alter. Voll viel Zeug entgegengeschmissen. Nochmal Kies.
Jetzt hat der Gold in der Hand. Quarz habe ich bekommen. Das erklärt auch, warum ich immer so random ein bisschen Quarz in der Tasche habe. So, was gibst du mir denn? Faden. Ja, warum nicht, I guess? Was will ich denn mit 8 Faden? I don't know. Ich meine, ich könnte damit Wolle craften, aber was will ich mit Wolle? Bedcraften ist ja nicht die schlauste Idee im Nether. Dann gehen wir mal hier weiter. Bin mal so frei und schnapp mir das Gold hier wieder. V. Home. Hoffe, das erkenne ich als Pfeil. So, wo geht's denn hier lang? Hier gibt es nochmal Gold. Das wird doch gerne angenommen. So. Ja, wie gesagt, mit so einem Strader hier noch durch die Gegend zu straden. Das wäre noch cool, aber dafür bräuchten wir halt einen Sattel. Und die kriegt man, glaube ich, im Nether nicht so ohne weiteres. Vielleicht machen wir das dann irgendwann später. Also ich möchte jetzt auch dieses Nether-Experiment hier nicht, keine Ahnung, irgendwie 200 Folgen durchziehen. Richte mich dann natürlich auch so ein bisschen nach euch. Wenn ihr irgendwann sagt, hier, kein Bock mehr, machen wir was anderes, dann können wir es ja auch gerne machen. Beziehungsweise, oder halt auch einfach, dass wir sagen, okay, das Projekt war jetzt schön und gut. Als nächstes, ja, spielen wir halt ganz regulär weiter. Also benutzen halt auch wieder unsere anderen Sachen. Gehen mal wieder zurück in die Oberwelt etc. Das machen wir momentan alles nicht, weil wir hier so ein kleines Survival-Camp machen. Dann wäre es mit Sicherheit auch ein bisschen einfacher. Könnte man auch mit der Elytra mal durch den Nether fliegen und so. Würde auf jeden Fall viel bringen, denke ich. Oh, da habe ich ein Gold übersehen. Na gut, komm. Das schnappen wir uns noch.